Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Eiskalt und hinterhältig wird ein Mann umgebracht. Beim Mord in unserem heutigen Fall gibt es zwei Motive, die einen völlig fassungslos machen. Eine entsetzliche und zugleich unglaublich schockierende Tat. Ein Fall, den man so schnell nicht vergisst. Ein Fall, in dessen Urteil der Richter den Angeklagten einen gefährlichen Psychopathen nennt. Und damit willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute um Streit im Straßenverkehr, so viel können wir vorwegnehmen, aber dahinter steckt noch viel mehr. Diese Geschichte kann einen anfangs etwas verwirren, weil Dinge scheinbar überhaupt gar nicht zusammengehören. Aber wir können euch versichern, am Ende passt, leider muss man sagen, alles zusammen. 2018 kauft ein Abschleppunternehmer aus Dortmund einen Schrottreifenwagen an. Der Verkäufer wird sich später darüber ärgern, denn aus seiner Sicht hat er zu wenig Geld für sein Auto bekommen. Diesen Vorfall wird er auch nicht einfach so vergessen. Nein, er will Rache nehmen. Aber dabei lässt er sich Zeit. Erst 4 Jahre später, im Dezember 2022, nimmt der ehemalige Besitzer des Schrottwagens tatsächlich Rache. Er überfällt den Geschäftsmann in dessen eigenen Auto und hält ihm eine durchgeladene Pistole an den Kopf. Der Mann muss aussteigen, sein Handy auf die Straße legen und sich umdrehen. Er geht davon aus, jede Sekunde erschossen zu werden. Zweimal schießt der Täter tatsächlich aber auf das Handy seines Opfers, damit der Geschäftsmann keine Hilfe holen kann. Dann raubt der Täter ihm seinen Porsche Cayenne und düst davon. 3 Monate später, am 3. März 2023, ist Christian N. aus Bochum mit seinem Audi TT in der Dortmunder Nordstadt unterwegs. Der 58-Jährige ist Telekom-Mitarbeiter und arbeitet in Dortmund. Es ist 8.50 Uhr, als er an einer Kreuzung mit einem 5er BMW-Fahrer aneinander gerät. Der Fahrer des BMW ist ein 26-jähriger Pizzabote. Der glaubt, der Mann im Audi habe ihn fotografiert. Und das gefällt ihm absolut gar nicht. Ein Zeuge beobachtet, wie die beiden Männer in Streit geraten. Christian N., das ist an dieser Stelle vielleicht wichtig zu wissen, wird als sehr penibler Mensch beschrieben. Die Einhaltung von Regeln und Ordnung ist ihm sehr wichtig. Der Pizzabote fordert Christian N. auf, das Foto zu löschen. Doch der weigert sich. Die Situation bringt den 26-Jährigen so sehr in Rage, dass er sich schwört, Rache nehmen zu wollen. Doch erst einmal ruft er die Polizei an, um sich zu erkundigen, ob der andere Fahrer das mit dem Foto überhaupt darf. 3 Tage später in Bochum. Es ist der 7. März, ein kalter Dienstag. Christian N. will wie jeden Tag morgens los zur Arbeit in Dortmund. Er geht in die Tiefgarage seines Hauses. Es ist jetzt 8.12 Uhr. Er steigt in seinen Audi TT und lässt den Motor an. 5-mal wird durch die Heckscheibe auf Christian N. gefeuert. 4 Schüsse treffen ihn. Dann steht der Schütze vor dem Fahrerfenster. Er schießt 2-mal aus einer Entfernung von rund 30 Zentimetern ins Gesicht des Telekom-Mitarbeiters. Erst am Abend wird eine Anwohnerin in der Tiefgarage auf das Auto aufmerksam zuerst, denn der Motor, der läuft immer noch. Hinter dem Steuer erblickt sie die schrecklich zugerichtete Leiche. Eine wirklich brutale Hinrichtung. 7-mal schießt der Täter auf sein Opfer. Der Tiefgaragenmord sorgt für Entsetzen. Aber für die Ermittler bleibt der Fall lange ein absolutes Rätsel. Wohl auch deshalb, weil Christian N. sehr zurückgezogen lebte. Er war alleinstehend und enge Freunde kann die Polizei auch nicht ermitteln. Kollegen sagen aus, dass er ein Einzelgänger war. Er war Sportschütze in einem Verein, aber auch eine Befragung der Vereinsmitglieder bringt die Ermittler nicht weiter. Warum der 58-Jährige sterben musste, das können sich die ermittelnden Kripo-Beamten einfach nicht erklären. Der Staatsanwalt und die Ermittler der Mordkommission mit dem Titel Garage arbeiten bis zur Erschöpfung. Staatsanwalt Philipp Rademacher beschreibt den Fall als wirklich knifflig.
Das Team hat Arbeitskollegen vernommen, Laptops durchsucht und das soziale Umfeld des Opfers analysiert. Aber nichts gefunden. 10 Wochen nach der Hinrichtung veröffentlicht die Polizei ein Foto des Erschossenen. Der Staatsanwalt erhofft sich davon Hinweise von Zeugen und damit endlich einen Durchbruch bei den Ermittlungen. Am 24. Mai 2023 um 6 Uhr früh stürmen schwer bewaffnete Spezialkräfte zeitgleich 2 Wohnhäuser in Dortmund und Witten. Ein 26-Jähriger und ein 29-Jähriger sind inzwischen in den Fokus der Mordkommission Garage gerückt. Bei dem Zugriff in Dortmund wird der 26-jährige Tatverdächtige, der Hauptverdächtige, leicht verletzt. Und jetzt dürfte sich der eine oder andere von euch vielleicht an den Anfang unserer Folge erinnern. Da haben wir auch über einen 26 Jahre alten Dortmunder gesprochen. Einen Tag nach dem SEK-Zugriff teilt die Polizei mit, dass in einer der Wohnungen auch eine 9mm-Pistole vom Typ Viking samt Munition sichergestellt wurde. Es ist die Tatwaffe. Beide Tatverdächtige sind türkische Staatsbürger. Bei dem 26-Jährigen handelt es sich um den Pizzafahrer, der am 3. März 2023 mit Christian N. in Streit um Verkehrsregeln und das aufgenommene Foto geraten war. 3 Tage nach der Begegnung spähte der 26-Jährige den Wohnort des Telekom-Mitarbeiters aus und plante gemeinsam mit einem Bekannten aus Witten die Tat. Am Morgen des 7. März stellte er dann seinen Wagen an der Bushaltestelle direkt vor der Tiefgarage von Christian N. in Bochum ab. Seinem Freund aus Witten teilte er dann mit, er solle das Fahrzeug weiter wegfahren, damit er nicht beim Wegfahren vom Tatort gesehen werde. Aber nicht das Fluchtauto überführt ihn. Nein, den entscheidenden Hinweis gab er selbst. Und zwar durch seinen Beschwerdeanruf bei der Polizei. Als er sich erkundigte, ob es rechtens sei, einfach so ein Foto im Straßenverkehr von ihm zu machen, nannte er nämlich seinen Namen. Seine Nummer wurde außerdem aufgezeichnet. Bei den Ermittlungen zum Mord wurde dann der Telefonverkehr zur Tatzeit am Tatort ausgewertet. Und dabei wurde dann seine Nummer entdeckt. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. 4-mal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Ein eiskalter Mord wegen eines Verkehrsstreits? Man kann es sich nicht so richtig vorstellen, aber darum genau geht es dann im Prozess. Der beginnt am 12. September 2023 vor dem Bochumer Schwurgericht. Der Angeklagte habe sich von seinem späteren Opfer beleidigt und provoziert gefühlt und darüber geärgert, dass Christian N. ein Foto von seinem Fehlverhalten im Straßenverkehr machte. Das Gericht ist der Annahme, dass es dem Angeklagten ausschließlich um Rache ging, denn er sei leicht zu kränken. Der Richter analysiert, dass der Angeklagte die Kränkung als Gesichtsverlust empfand. Der Richter beschreibt den Pizzafahrer als einen Menschen, der leicht zu kränken sei, aufbrausend, voller Wut. In ihm brodelt es, während er sich nach außen ruhig gibt. Auf seinem Smartphone haben die Ermittler eine, sagen wir mal, sonderbare Liste gefunden. Sie trägt den Titel Höllenmenschen. Und auf dieser Liste stehen Namen und Adressen von Personen, an denen sich der Dortmunder noch rächen wollte. Darunter eine ehemalige Lehrerin, mehrere Unternehmer, aber auch Familienangehörige. Auf dieser Liste stand auch der Abschleppunternehmer, dem der Angeklagte den Porsche Cayenne mit vorgehaltener Schusswaffe raubte. Dabei soll er sich als Forstarbeiter ausgegeben haben, um den Besitzer zu stoppen. Allein für diesen Überfall verhängen die Richter 9 Jahre Haft. Der Unternehmer leidet bis heute unter den Folgen dieses brutalen Überfalls und hat schreckliche Angstzustände. Und der Täter? Er habe sich bei dem Autodeal damals betrogen gefühlt, daher sollte das Opfer spüren, was er selbst damals empfunden habe. So sagt er es vor Gericht zu seiner Verteidigung aus. Ja, wirklich nur schwer nachzuvollziehen. Aber es kommt sogar noch dicker. Wir haben ja von 2 Motiven gesprochen und das zweite ist nicht weniger erschreckend als das gekränkte Ego des Täters. Auf dem Handy des Angeklagten finden sich zahlreiche Gespräche mit jeder Menge Hassbotschaften.
Der Richter sagt, der Dortmunder habe einen Hass auf Menschen, besonders auf Deutsche. Die Ermittler haben zahlreiche Hinweise bei den Angeklagten gefunden, die auf diese Wut und Ablehnung gegen Deutsche deuten. Und auch aus früheren Vorkommnissen lassen sich Rachepläne ablesen. Als der Täter einmal wegen eines Verkehrsdeliktes mit einem Ehepaar in Hamm in Streit geraten war, weil er zu schnell durch eine Spielstraße gefahren ist, hat er sich dann den Namen des Ehepaars vom Klingelschild notiert. Monatelang schweigt der Täter zu der brutalen Tat. Dann aber liefert er ein Geständnis. Laut seiner Version des Vorfalls habe ihn an der Kreuzung das Opfer zuvor ausländerfeindlich beleidigt. Da habe er rot gesehen, sei ausgerastet und habe dann geschossen. Der Richter sagt zu dieser Hinrichtung, sie wollten sicherstellen, dass er auch wirklich tot ist. Er nennt den Angeklagten bei der Urteilsbegründung einen gefährlichen Psychopathen. Die Tat sei eine eiskalte Hinrichtung gewesen, der Mord heimtückisch, ein Mord aus niedrigen Beweggründen. Der Täter sagt, er sei krank und er wolle, dass ihm geholfen werde. Gegenüber zwei Sachverständigen hat er geäußert, dass ein schwarzes Gesicht ihm befohlen habe, schlechte Sachen zu machen. Auch seine eigene Mutter soll er mehrfach angegriffen und gewürgt haben. Aber der Angeklagte wird als uneingeschränkt schuldfähig angesehen. Die Richter sehen bei diesem Fall auch die besondere Schwere der Schuld und ordnen zum Schutz der Allgemeinheit eine anschließende unbefristete Sicherungsverwahrung an. Eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ist damit also ausgeschlossen. Der Mitangeklagte, der 29-Jährige aus Witten, erhält für seine Fluchthilfe 1,5 Jahre Haft auf Bewährung. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Einem Fall, der einen sprachlos zurücklässt. Kleine Reibereien im Straßenverkehr, das dürfte jeder von uns kennen. Auch ich habe das manchmal, dass ich da denke, Mensch, dem würde ich aber später gerne nochmal meine Meinung geigen oder jemanden anzeigen. Zum Glück habe ich mich da bisher immer im Griff gehabt. Und es ist wirklich schwer zu verdauen, dass jemand das nicht nur im Affekt denkt, sondern Monate oder Jahre später wirklich dann wie so ein Scharfrichter in Erscheinung tritt. Ja, ich glaube, besonders das ist einfach wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Und zum Glück, muss man sagen, wurde der Täter gestoppt. Denn seine Liste mit Höllenmenschen, so wie er sie bezeichnet hat, war ja leider noch sehr, sehr lang. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch immer über Rückmeldung und Kritik von euch. Also schreibt uns gerne eine Nachricht und ganz wichtig, hinterlasst uns gern da, wo ihr uns hört, eine gute Bewertung. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Artikeln der WAZ, der Westen, Zeit, SZ, T-Online und Bild. Aufnahme und Schnitt Farina Kirmse, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Bis zum nächsten Fall. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.